Die Sophie-Barath-Schule ist ein katholisches Gymnasium im Herzen Hamburgs und wird von 950 Schülerinnen und Schülern besucht. Wir sind eine Schule in der Tradition des Sacré-Cœur-Ordens. Die Besichtigung hier hat den Ausschlag gegeben. An der Sophie-Barath-Schule herrscht ein besonderer Geist zwischen den Lehrerinnen und Lehrern und auch zwischen Schülerinnen und Schülern. Wir begreifen uns als Gemeinschaft Lehrender und Lernender. Diese Herangehensweise hat zur Folge, dass die Schüler extrem motiviert durch die Schulzeit kommen. Und auch das soziale Gefüge stimmt. Das finde ich schön. Also wir haben verschiedene soziale Milieus eigentlich vertreten und dadurch herrscht ein ganz gutes Gleichgewicht, was mir auch persönlich sehr wichtig ist. Das hat mich all die Jahre immer wieder beeindruckt, zu sehen, wie Kinder aufgefangen werden, wie sie stabilisiert werden, wie sie gefördert werden. Die Schwester von meinem besten Freund geht hier zur Schule und deswegen ist er hier zur Schule gegangen und er meinte, dass sie ganz cool ist und deswegen bin ich auch hergegangen. Ich war die erste aus meiner Familie, die auf die Sophie-Barath gegangen ist, aber meine Grundschulklassenlehrerin war tatsächlich auf der Sophie-Barath und hat mir die Schule ans Herz gelegt, dass ich sie mir zumindest mal anschauen soll. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich am ersten Schultag zu spät war. In der Beobachtungsstufe konzentrieren wir uns auf die Schulung von Methoden und von Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, sodass sie am Gymnasium dann auch erfolgreich sein können. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 haben wir eine Klassenleitungsstunde, die findet einmal wöchentlich statt. Und diese Stunde ist besonders wertvoll, da man da endlich mal Zeit hat für Dinge außerhalb des fachlichen, Themen des menschlichen Miteinanders, die da ganz oft aufs Tableau kommen. Zum Beispiel, wenn es Streit innerhalb der Klasse gibt. In der Mittelstufe möchten wir, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Begabung entdecken. Es gibt da ja eine Vielfalt an Fächern, die nun dann neu hinzukommen. Und außerdem möchten wir das eigenverantwortliche Arbeiten einführen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen auch ihre eigenen Geräte im Unterricht in gewissen Phasen benutzen und können dann analog erstelltes auch digital präsentieren. Hier der Neubau ist wirklich gut ausgestattet mit neuen Gerätschaften. Auch die Lehrer lassen sich darauf ein, eben das digitale Lernen weiter zu fördern und voranzubringen. Das macht die Arbeit schon viel effizienter und einerseits bietet es ganz neue Lernmöglichkeiten. Gerade in den Seminarstunden haben wir verschiedene Formen der digitalen Aufarbeitung von Inhalten behandelt und da fühle ich mich auch an sich ganz gut vorbereitet. Andererseits vereinfacht es auch manche Vorgänge und erhöht damit unsere Produktivität. In der Oberstufe schließlich geht es darum, dass die Schüler natürlich selbstständig tätig sind und auf das Abitur vorbereitet werden. In der 11. Klasse waren wir in Rom und als ganze Stufe nach Rom fahren ist definitiv ein Highlight. Also es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben auch alle super viele Erinnerungen mitgenommen. Unser halbes Abi-Buch ist gefüllt mit Rom-Bildern, weil wir doch nochmal irgendwie diesen Stufenzusammenhalt nochmal mehr gemerkt haben. Und die Besinnungstage, die wir im 4. Semester durchführen, wo wir einmal mit den Schülern ihre Schulzeit reflektieren und auch mit ihnen besprechen, wie die Zukunft aussehen wird. Wir haben ein Englischprofil und ein Musikprofil ab Klasse 5. Wir haben aber auch starke Naturwissenschaften und in der Oberstufe haben wir 6 Profile, von denen 3 naturwissenschaftliche Profile sind. Und als Naturwissenschaftslehrerin bin ich da natürlich sehr stolz. Außerhalb des normalen Unterrichts gibt es an der Sophie-Barath-Schule eine Menge Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler. Es gibt sehr viele musische Angebote. Wir haben ein wunderbares Orchester. Einen großen Chor aus Eltern, Schülern und Lehrerinnen und Lehrern und auch Ehemalige sind daran beteiligt. Wir haben eine wunderbare Big Band, in der man mitspielen kann.
Und außerdem gibt es natürlich viele sportliche Angebote. In der siebten hatte ich das Frisbee-Additum. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil es ist eigentlich eine Kombination aus mehreren verschiedenen Sportarten. Zum Beispiel vom Basketball mit einem Sternschritt, vom American Football mit der Endzone. Man kann an unserer Schule rudern, Taekwondo machen. Man kann Hockey spielen. Dann gibt es auch Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, sich sozial zu engagieren. Also ich war als Schulsanitäterin tätig. Das kann man ja ab der 8. Klasse machen oder beziehungsweise wenn man 14 Jahre alt ist, kann man die Ausbildung dazu machen. Und dann kann man eben nach Dienstplan ausrücken und eben die verletzte Person versorgen. Bei der Technik AG, bei den Medienscouts, wo Schülerinnen und Schüler der Umgang mit den neuen Medien beigebracht wird. Oder auch bei den Sportassistenten, wo Schüler untereinander sich Sportangebote machen. Ich würde natürlich gerne sagen, es ist die beste Schule in Hamburg, aber ich kann das nicht beweisen, weil ich die anderen Schulen nicht so gut kenne. Ich vermisse die Menschen, zum einen natürlich die Schüler, zu denen man ja ohnehin Kontakt hält, aber vor allem auch die Lehrerschaft ist, denke ich, eine, die sich gerade in der Oberstufe mit uns wirklich beschäftigt hat. Die immer motiviert waren, immer für einen da waren, immer ein offenes Ohr hatten und mit der Schulseelsorge hatten wir auch jemanden, der sich irgendwie den privaten Problemen angenommen hat und eben auch dafür gesorgt hat, dass das untereinander, das Soziale irgendwie auch passte. Uns auch beraten hat in Situationen, in denen wir auch Lebensentscheidungen getroffen haben. Und auch man merkt, dass die Ergebnisse für beide Seiten eigentlich positiv sind, dann macht das einfach Spaß. Ich glaube, dass die Sophie-Brahe-Schule eine gute Schule ist, weil wenn wir die Lebenswege unserer Absolventinnen verfolgen, dann sehen wir, dass sie doch gut vorbereitet ins Leben starten. Also wer Frisbee mag, der sollte auf jeden Fall hierher kommen. Und sonst ist eigentlich schon alles erzählt.